So, willkommen zu einer... Warte mal, ist da etwa die Adresse vorne drauf? Oh. Da musst du da rumgehen. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge. Unboxing, es ist mal wieder soweit. Und für Thumbnail will ich kurz dieses Intro aufnehmen. Da hängen wir uns hier drüber und machen so. Das ist dann das Intro und das Thumbnail und jetzt kommen wir zurück zum Unboxing. Boah, ey. Nee, das ist wichtig, das darf nicht rumgeschmissen werden. Zack. Das hier vor, das dahin. So. Willkommen zu einem neuen Unboxing auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich habe letztens unbedingt voll die krasse Idee gehabt. Du willst mal das ultimative 5-0er Dosenbier-Tasting machen und habe eine Sorte 5-0er Dosenbier entdeckt, die ich noch nirgendwo gesehen habe. Und Dosenmatrosen haben mir gezeigt, sie haben diese eine Dose 5-0er Dosenbier in ihrem Laden auf ihrer Seite. Jetzt konnte man aber keine einzelne Dose bestellen. Jetzt musste man da gleich einen 24er Tray bestellen. Das habe ich dann gemacht. Haben mir gedacht, okay, dann kann ich in dem ultimativen Bier-Tasting nämlich sagen, wir teilen uns immer eine Dose, aber von dem 5-0er Dosenbier, von dieser besonderen Dose, da muss jeder am Ende eine ganze trinken. Gleichzeitig habe ich noch genügend 5-0er Dosen jetzt, immer für Montag, für den Chill mit Ramses Livestream. Schnapp dir jetzt deine Lieblingsartikel in unserem 5-0er Original Fanshop, okay? Das ist, was ist das hier? Das ist 5-0 Original Stark. Kennt ihr das? 5-0 Original Stark. Das hat 9%. Das muss richtig cool sein. Ich habe das noch nie probiert. Getränk auf Malzbasis. Das klingt auch cool. Da sind also jetzt 24 Dosen drin. Wenn ich das mal so hoch mache. Das hat sich schon gelohnt zu bestellen, oder? Aber das alleine auspacken wäre nicht cool genug gewesen. Deswegen habe ich mir noch ein paar andere Sachen bestellt. Die möchte ich jetzt zeigen. Müssen wir erstmal das Bier wegschieben. Bier kommt weg. Ich muss es nochmal zeigen. 5-0 Original Stark. Seid ihr 5-0er Dosenbier-Fans, dann schreibt es mal in die Kommentare. Das große Lange ist von Sarina. Das will ich ganz zum Schluss auspacken, weil ich da absolut gar keine Ahnung habe, was drin ist. Dann habe ich hier noch ein paar Sachen, die ich mir angucken möchte. Und zwar nehmen wir erstmal das Kleine hier. Ich glaube, ich weiß, was da drin ist. Das kommt nämlich schon wieder aus dem United Kingdom, aus Northamptonshire. Und ist von Corby. Corby. Das ist was, was ich gar nicht bestellt habe. Ich habe aber was bestellt. Und beim Bestellen gibt es leider irgendwie ein bisschen Probleme. Es gibt ewig lange große Wartezeiten. Und dann hat derjenige gesagt, komm, weil du so lange warten musst, tue ich dir einen Gefallen. Ich schicke dir nochmal zwischendurch was anderes von mir als Geschenk. Und das kannst du dann behalten. Das ist auch völlig kostenlos. Jetzt kann es natürlich sein, der hat mir nur was geschickt, damit er zeigen kann, er hat mir was geschickt, dann hat eine Sendungsnummer und Nachweis, dass ich ein Paket gekriegt habe. Da ist aber gar nicht das drin, was ich bestellt habe. Oder es ist halt wirklich so, weil das andere so gut, so lange dauert, dass er mir die Wartezeit einfach überbrücken möchte. Der guckt, was da drin ist. Da ist eine Flasche Prime drin. Ein Erling Haaland Prime. Das muss ich in einem anderen Video dann nochmal erwähnen, was das alles ist. Die ganze Geschichte, aber ihr könnt ja mal überlegen, ist das ein Abzocker oder nicht? Du bestellst bei eBay was, was richtig Teures, was richtig Hochwertiges. Dann sagt er, das dauert ewig, bis das kommt. Das tut mir voll leid. Ich werde dich informieren, wenn es dann kommt. Ach komm, ich schicke dir einfach schnell noch was anderes. Ist das jetzt, dass man sagt, ja, der hat doch sein Paket bekommen, guck, da ist der Nachweis und ich sitze hier und denke, das habe ich aber gar nicht bestellt, das ist, ne, ist das gut gemeint oder ist das Abzocke? Ihr tippt auf Abzocke, ich glaube immer noch an das Gute in den Menschen und sage, das ist einfach nur gratis für zwischendurch, weil ich habe ja dieses Video und die Geschichte meines Lebens und wenn nicht, ich habe PayPal und die helfen mir sowieso immer. Dann haben wir das nächste Ding. Timo hat mich darauf hingewiesen, er war irgendwo einkaufen und hat da irgendwelche besonderen Nudeln gesehen
und gesagt, ob ich die kenne, ob ich die mal testen möchte. Er würde da alle Sorten gleich kaufen. Er geht da mal hin. Es gibt 5 verschiedene Sorten. Die würde er holen, dass ich die mal testen kann. Es sind keine Samyang. Es sind andere Nudeln, die ich bisher eigentlich gemieden habe. Aber er die zu einem super Preis gefunden hat. Jetzt ist er los. Und es gab doch nicht alle 5 Sorten. Es gab irgendwie nur 2 Sorten. Jetzt hat er mir die 2 Sorten geschickt. Aber mit den 2 Sorten kann ich nichts anfangen, weil wenn, dann bräuchte ich alle 5 Sorten. Also musste ich bei Amazon trotzdem hin und musste auf Amazon das teure, hässliche Angebot nehmen, wo diese Nudeln drin sind. Was ist hier noch drin? Das sieht ja brutal aus, wenn ich da oben Prime lese. Hier ist erstmal eine Rezeptkarte, wie du deine Ramen-Nudeln aufpimpen kannst. Dann hier war ich gerade geflasht, weil hier steht einfach Prime und hier oben steht auch Prime und da steht einfach überall Prime und deswegen blicke ich da gerade gar nicht durch. Wie kann denn da meine... Das verstehe ich nicht. Wie kann denn da, das Ding kommt aus Hagen, aus der Berliner Straße und da steht die Adresse von Hildburghausen drauf. Aber der Lieferschein, Lieferanschrift, Weiningen. Also ist das eine, die... Ich verstehe es nicht, keine Ahnung. Ach, das habe ich selber bestellt, also das passt schon. Hildburghausen, Meining, das ist es. Das ist Pesto Barilla, jetzt probieren. Aber jetzt das, worum es eigentlich ging. Es gibt nämlich diese blöden Pago Pago Nudeln. Und was ich gut finde, ich habe einen Kommentar gesehen jetzt, da hat einer gefragt, ob ich schon die Pago Pago Nudeln kenne. Ich als alter Samyang-Kenner freue mich bestimmt und wäre cool, wenn ich die mal testen kann. Pago Pago ist wie Samyang, haben auch dieselben Sorten. Hat mir vom Design aber gar nicht gefallen. Als ich die Packungen gesehen habe, habe ich gedacht, nee, was ist das denn? Also die einen werden sagen, das ist richtig cool. Ich sage aber, mir gefällt es irgendwie gar nicht. Du hast nämlich auch von Pago Pago, hast du ja auch im Prinzip so Carbonara-Nudeln. Guck mal, die Sahne, die lacht und freut sich. Da ist so eine Chili drauf, die lacht und freut sich. Hier, das freut sich alles, das schießt hier rum. Das ist eine richtige Packung, aber irgendwie noch mit lauter so Comicfiguren drüber. Das ist mir irgendwie zu kindisch, zu kitschig. Dann haben wir nochmal Pago Pago, auch Hot Spicy Ramen Noodles, was halt wie diese Yia Yang sein sollen, die es ja auch von Samyang gibt, aber hier eben in der grünen Packung auch wieder. Dann haben wir natürlich eine gelbe Packung, was also wie Samyang Cheese ist oder wie Samyang Quattro Cheese, weil hier steht Cream and Cheese drauf. Also vielleicht sind es nicht original genau dieselben Sorten, aber es geht irgendwie in die Richtung. Denn hier habt ihr, was kann es sein? Nicht Samyang Curry, sondern Pago Pago Happy Curry. Und die letzte Sorte natürlich rot. Speedy Spicy steht da drauf. Also nochmal, das müssten dann Too Spicy sein von Samyang, von Pago Pago eben. Speedy Spicy. Also, es war gut gemeint vom Timo, dass der mir die besorgen wollte, weil die mega günstig bei ihm waren, aber er leider nur 2 Sorten gefunden hat, mir 2 Sorten geschickt hat, aber weil ich die 2 Sorten ja nicht einfach so, ich brauche ja dann alle 5, musste ich bei Amazon trotzdem das teure 5er Probepaket mir besorgen. Das ist das, was da eben hier gerade liegt. Wollte ich damals schon, habe ich dann gedacht, nee, mache ich nicht, komm, du musst nicht alles testen, ist egal, aber jetzt, wenn es sich jetzt so angeboten hat und da verzwickt war, dann habe ich es halt doch gemacht. Dann habe ich hier vom Herrn Forster bei eBay Kleinanzeigen was gefunden. Da werdet ihr sagen, schon wieder, und ich werde sagen, das ist wieder was ganz Besonderes, hat mich auch 50 Euro gekostet, also insgesamt mit Versand 50 Euro. Und da ist schon wieder eine Prime-Sorte drin, die ich schon habe, aber wieder von einer anderen Region, in einer anderen Flasche, ein bisschen andere Flasche irgendwie. Da müsste ein Prime Glowberry drin sein. Aber nicht die neuen Prime Glowberry, die ihr jetzt kennt, denn die es überall gibt. Sondern wir haben ein Prime Glowberry Australian Rare, also aus Australien, Down Under. Und ihr seht auch Limited Edition Rare. Hier ist ein silberner Stern drauf, wo Limited Edition Rare steht. Die Prime-Schrift hat drumherum auch einen silbernen Rahmen. Das hat die normale Prime-Flasche nicht von der Glowberry-Variante. Also
die sieht auch wieder besonders aus. Die ist speziell, die ist hochwertig. Die habe ich noch nirgendwo gesehen. Ich sehe immer den Drip-Effekt, ich sehe den Torn-Effekt, ich sehe die normale, ich sehe die Ultra-Rare mit Holo 3D. Aber die Australian habe ich nirgendwo gefunden. Der war aber im australischen Urlaub und da hat er die gefunden, hat die mitgebracht, hat die dann verkauft. Deswegen war das auch hier aus Deutschland dann geschickt, geliefert, gemacht. Fand ich gut und deswegen ist sie jetzt hier, nehme ich mit in meine Sammlung und freue mich total. So, pack mal hier rüber, kann wieder keiner nachvollziehen, ich weiß, aber ich habe noch ein Paket übrig und zwar das von Sarina. Sarina war irgendwo einkaufen und hat eine super coole Jacke gesehen oder ein Poncho oder ein Zelt. Das war wahrscheinlich ein Poncho-Jackenzelt und hat gesagt, das würde sie dem Hannes schicken. Ich habe gesagt, wenn du es mir schickst, dann kann ich es Hannes das nächste Mal geben, wenn ich ihn sehe und direkt filmen, wie er es anzieht und anprobiert und damit wir ihn alle sehen, wenn er das anhat. Da hat sie gesagt, gute Idee. Da packe ich aber gleich noch ein bisschen was mit rein für Hannes und für dich. Und da hat sie dieses riesen Paket hier noch zusammengeschustert, wo wir jetzt gucken wollen, was da drin ist. Denn da weiß ich es nicht. Ich weiß nur, dass von Hannes also da diese eine Jacke drin sein soll. Und was der Rest ist, da bin ich jetzt gespannt. Ich hoffe, das kann ich nicht reinschlitzen und was kaputt machen. Obwohl, so wie das aussieht, kann ich es oben einfach aufziehen. Aber da hat sie sich auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben, dass das alles richtig klebrig ist und zugekleistert hier. So, wir schneiden es mal. Schneiden, schneiden, schneiden. Hier noch durch, alles hängt. Jetzt haben wir das obere Fass auf. Wir müssen nur hier noch einmal durch. Wir können das jetzt rumklappen. Wir klappen das rum. Es ist auch alles irgendwie weich. Wir haben da noch mal Nudeln drin. So, das mache ich hoch. Das mache ich gleich auch hoch. Hier ist ein kleines... Ich stelle es mal an den Rand. Wir stellen es mal hier an den Rand und wir machen es mal hier auf irgendwie, damit wir sehen genau, was da drin ist. Und ich sehe, es sind schon wieder irgendwelche Nudeln, aber keine Samyang-Nudeln. Also das eine sind Samyang-Nudeln, das andere irgendwie nicht. Ich komme nicht mehr hinterher. Also die nächsten Samyang-Sundays müssten gesichert sein, egal mit was. Aha, wir haben jetzt hier einmal... Die Paldo Volcano Chicken Noodles, die habe ich schon mal getestet. Die habe ich mal getestet und habe geguckt, besser als Samyang? Ja, nein, kam glaube ich zu dem Entschluss, mir schmecken sie nicht so gut wie Samyang. Ich fand, die waren auch übelst heuig, also haben sehr nach Heu gerochen und nach Heu geschmeckt und haben halt nicht diese typische Samyang-Soße dabei, sind zwar scharf, sind eine Alternative, aber... Da war weniger drin. Das waren alles nur Viererpacks. Und die waren auch teurer als Samyang. Als ich mir die damals geholt habe, die waren teurer, die waren weniger und die haben nicht so gut geschmeckt. War für mich also kein Garant, dass ich die mir nochmal hole. Aber jetzt so zum Essen für zwischendurch kann man das ja mal machen. Dann gehe ich also hier mit rein. Dann habe ich hier Volcano Blast Flavor. Auch nochmal Nudeln, aber mit einem... Ist das ein Hund oder was? Von Yumi. Volcano Blast Flavor mit einem Hund drauf. Die habe ich noch nicht gesehen. Die kenne ich gar nicht. Alles hat irgendwie so eine schwarze Packung mit so roten Rändern, dass es immer gefährlich aussieht. Dann haben wir hier das nächste kleine Päckchen. Muss ich sagen, da hat sie sich wirklich Mühe gegeben. Ich hätte solche Tütchen einfach nur in den Karton reingeschmissen und fertig. Sie hat immer zwei Tütchen nochmal mit so Knusperfolie ummandelt und es dann rübergeschickt. Jetzt haben wir hier nochmal Samyang Bulldog Cheese dabei, meine Lieblingssorte. Genial. Dann haben wir hier schon wieder irgendwas. Dare you take this challenge? Chicken, Spicy Chicken Flavor Noodles. Wieder ein Samyang Ableger von der Firma Yin Mai Lang. Yin Mai Lang, es ist nicht... Es ist nicht Paldo, es ist nicht Samyang, es ist Yin Mai Lang und es hat auch wieder Spicy Chicken Flavor Noodles, also irgendwie alles in die Richtung. Da kannst du ja den großen Spicy Chicken Flavor Nudeltest machen. Paldo versus Samyang versus Yin Mai Yang, also brauche ich die Paldo-Packung trotzdem.
habe nämlich gerade gedacht, weil ich die schon kenne, schicke ich da einfach mal das Stück weiter an den Bierschanger, weil die mir auch schon wieder Sachen geschickt hat und auch wieder was zurückerwartet, dass ich da was reinpacke, was ich nicht unbedingt brauche, weil ich es kenne, so als Geschenk, um das weiterzugeben in der Community, für die, die es nicht kennen. Och nö, jetzt ist aber gut. Jetzt sind ja auch noch die Paku-Paku-Nudeln drin. Schon wieder Paku-Paku. Eben haben wir es bei Amazon bestellt, nachdem es Timo bestellt hat. Und jetzt hat Sarina bestellt, also gekauft und geschickt in der Carbonara-Variante. Einmal hier, dann haben wir hier drüben. Das scheint noch was zu trinken zu sein. Okay, machen wir auch auf. Müssen wir wieder aufpassen, dass wir nichts kaputt machen. Komm, wir ziehen es einfach auseinander. Hier hast du Coca-Cola. Coca-Cola Original Taste Marvel. Marvel, das dürfte trotzdem eine ganz normale Coca-Cola sein, aber in einer Marvel Limited Edition Variante mit einem Typ drauf. Die kann man sich vielleicht sammeln, ins Regal stellen. Ich hätte aber absolut keine Ahnung, wer der Typ jetzt sein soll. Kennt ihr den Typ? Ist das Dr. Doolittle genau. Das ist der Dr. Doolittle, sagen wir jetzt einfach, obwohl der eigentlich schwarz ist, der halt nicht. Ist aber nur eine normale Cola. Müsste man jetzt nicht unbedingt testen, kann man ja für den Privatverzehr nehmen, beziehungsweise Pupsi trinkt ja gerne Coca-Cola. Vielleicht möchte sie die trinken, da ist auch noch eine zweite Dose dabei. Also wenn ihr wisst, wer der ist, mit den leuchtenden Händen hier, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich muss ein Bild für Instagram machen, da kann ich das glaube ich fragen. Auf dem Bild erkennt man das bestimmt besser. Dann hat sie ja gezeigt, das hat sie mir schon mal als Bild geschickt, gab es auch irgendwie von One Piece Ultra Eistee. Das ist auf jeden Fall was für einen Hannes. One Piece Ultra Eistee. Ihr seht hier unten, das ist Peach Flavor, also Pfirsich Flavor. Das könnte ich ja mit dem Hannes mal in dem Video zusammen testen. Es muss nicht immer Alkohol sein. Man könnte auch mal One Piece Eistee in der Ultra Edition testen. Da gibt es aber auch noch ein anderes. Das hier war der Raffi, ne? Und wer das ist, das kann ich euch jetzt wieder nicht sagen, weil ich die gar nicht kenne. Ist aber auch Peach Flavor. Das finde ich schade. Ich dachte, jeder One Piece Member hat seinen eigenen Flavor. Hier haben wir jetzt aber eine grüne Dose. Also ich bin kein One Piece Fan. Ich habe die One Piece Netflix Serie einmal geguckt, habe mir aber keine Namen gemerkt. Das ist auch wieder Ultra Eistee. Auch wieder Peach Flavor, grüne Haare, schreibt's rein. Das ist bestimmt eine Premiere. Wie heißt der? Der Erste, der es reinschreibt, der darf auch mal probieren. Müsste aber herkommen an den Tag, wo ich das dann teste. Das ist nämlich das Problem, was ich dabei habe. Jetzt sehe ich hier irgendwas noch mit Fanta. So. Oh mein Gott, die ist ja abartig. Deswegen müssen wir erst die andere auspacken. Ganz neu jetzt momentan im Kino ist ja der Beetlejuice-Film. Es gibt ja auch die Afterlife Beetlejuice Fanta in der Flasche, die grüne. Haben wir euch ja mal gezeigt. Kann ich euch hier aber auch nochmal zeigen. Hier diese grüne Fanta, da leuchtet mein Kopf immer grün, die gibt's ja. Die fand ich lecker. Das ist eine besondere Fanta mit einem besonderen Geschmack. Direkt als Beetlejuice Fanta. Die hier, da sind schon, haben sich die Leute gestritten drüber, ist das jetzt eine besondere Fanta oder nicht. Ich habe ja immer wieder gesagt, es steht ja drauf, es ist einfach nur die Fanta Exotic. Aber sie haben halt die Dose jetzt im Design von Beetlejuice mäßig gemacht hier mit Dame, weil die ja Werbung für den Film machen. Also das ist keine andere Sorte, nur weil die Dame drauf ist. Es ist einfach nur eine normale Fanta Exotic. So, was ist denn hier mit dem Licht heute los? Die sehe ich überall. Dann habe ich gedacht, gibt es etwa nur die grüne Exotic mit Beetlejuice-Bild, aber immer nur mit der Dame. Wieso die Dame, wieso nicht was anderes? Die hätten doch auch andere Bilder noch machen können. Das wäre doch auch cool gewesen. Und jetzt das erste Mal, dass ich eine Fanta sehe, auch zu Beetlejuice-Film, mit einem normalen Geschmack, aber einem anderen Bild. Denn das ist die Fanta Strawberry Kiwi. Und guckt euch das mal an. Hier, der Schrumpfkopf, der im Wartezimmer gesessen hat. Ist das der Schrumpfkopf, ja. Und dann hat er den beleidigt und dann hat er den angetippt oder so und dann hat er auch einen Schrumpfkopf bekommen. Das erste Mal, dass ich also so eine zweite Dose von Beetlejuice Edition Fanta sehe in Rot. Die ist cool.
Die sieht wirklich pervers aus. Die sieht richtig krank aus. Die habe ich noch nie gesehen. Das freut mich gerade. Pack mal hier das noch rum. Das letzte große Fette ist ja bestimmt dann in Hannes sein Zelt, sein Poncho, sein irgendwas. Hier die Netto-Tüte können wir mal zerschneiden, das ist egal. Reißen wir jetzt hier auf. Stechen wir mal hier noch rein. Reißen wir noch in die Richtung auf und haben nochmal die zwei Konsorten da drin. Es ist also immer alles im Duo da. Haben hier also, boah, dies aber abgeschabt und zerkratzt und kaputt. Also die zwei in der Netto-Tüte, die sind richtig rau und zerrissen vom Bild her. Bestimmt wegen dem Netto-Beutel. Hier habt ihr also beide nochmal drin. Die grüne und die rote. Und so könnte man direkt Ramses Kitchen machen und die gleich testen. Aber man kann ja mal die Beetle-Mars machen. Mit Beetle-Juice, Thunder-Zeugs. Oder die, ich habe keine, die After-Mars mit der Afterlife Thunder. Und haut die aber auch irgendwie mit rein. Anteilig für Fruchtnuancen, dass diese ganzen Bilder da verwertet werden. Dann bleibt hier immer noch nicht. Jetzt ist da noch ein Brief mit drin. Pokémon an Ramses. Guck mal, der Brief. Den gucken wir uns zum Schluss an, denn wir müssen uns erst hier Hannes sein Poncho angucken. Das ist groß. Das ist fett. Das ist für Hannes. Was ist das für eine Größe? Hier steht Netflix One Piece. Netflix One Piece, 26 Euro, vor allem L bis XL. Also es hat einfach alle Größen in einem. Hat eine Kapuze dran, alles klar. Kapuze hat hier Ärmel, den du so lang ziehst. Auf der anderen Seite hat es auch einen Ärmel, den du lang ziehst. Und ansonsten hat es überall diese Piraten-Totenköpfe drauf. Natürlich hinten Rücken und vorne auf der Brust steht aber rüberwärts geschrieben schön One Piece. Also Kapuzen, Poncho zum Anziehen, richtig wuschelig. Ich tue den mal kurz unter den Tisch. Hannes, verzeih mir, aber ich glaube, da werde ich gleich mal reinschlüpfen. Jetzt machen wir das noch auf, diesen Pokémon-Brief. Gucken mal, was da drin steht. Kaputt. Ah, hier oben klebt noch was. So, mit Pikachu und mit Machomai. Richtig schöner Briefumschlag. Schöne Bilder draufgeklebt. Und jetzt guckt mal hier. Da hier ist der Buddha. Der Buddha-Golem. Guckt es euch an. Irgendeine Figürle. Hallöchen, lieber Ramses. Wenn du das liest, sofern du meine Sauklaue überhaupt lesen kannst, hat die Post keinerlei Bockmist verzapft. Na gut, hätte sein können, dass irgendwas ausläuft. Dann hätte ich den Brief aber vielleicht doch lesen können. Das Paket ist bei dir angekommen. Wie versprochen, hier das B-Day-Geschenk für Hannes. Er wird sich sicher darüber freuen. Damit du nicht leer ausgehst, habe ich als Füllmaterial ein paar Sachen für dich und Sandra beigelegt. Jeweils für euch beide zwei Sorten Fanta, die ihr hoffentlich noch nicht kennt. Sowohl zweimal Cola für sie, meiner Cola-süchtigen Schwester im Geiste. Für dich, Ramen-Junkie, gibt es wieder Nudeln. Vielleicht kennst du die ein oder andere Sorte noch nicht. Falls noch Gundo-Heuingen aus Sorstner-Hau-Meldung. Aha. Bisher konnte ich die Schrift lesen, den Rest nicht. Falls nicht, guten Heugen. Ansonsten, falls nicht, guten Hunger. Das soll Hunger heißen. Wieso mal bei Hunger so einen Strich drüber, wie ein Ü, ein Ä und dann ein A da drüber. Vielleicht kennst du die eine oder andere Sorte noch nicht. Falls doch, guten Hunger. Falls nicht, guten Hunger. Falls noch, falls nicht. Ansonsten hau Mad Dog drauf, dann geht's sicher schon. Die zwei One Piece sind natürlich für Hannes. Von mir und falls du möchtest, kann ich dir mal ein Asia Getränkepaket zusammenstellen. Sag einfach Bescheid. So genug gelabert. Hoffe,
Ihr freut euch beide. Ganz liebe Grüße, eure Sarina. Das war schwer. Also am Schluss, also zwischendrin. Aber eigentlich hast du ja eine schöne Schrift, weil es ist so eine Mischung aus Druckschrift und Schreibschrift komplett. Mache ich auch immer. Aber ja, den Brief muss ich mir auf jeden Fall aufheben. Den muss ich auch wieder hier in diese komische Box reinschmeißen. Und ein Asia-Getränkepaket. Boah. Interessiert mich an sich, ja. Ich möchte dich nicht in Unkosten stürzen. Wir haben ja auch schon einige Asia-Getränke mal probiert und gemacht und getan. Gibt sicherlich so vieles, was ich gar nicht kenne. Und da wird aber einiges auch wieder doppelt und dreifach dabei sein. Und oh, ich habe noch so viele Getränke, die ich testen muss und hin und her. Also, wenn du Bock und Zeit hast, dann kannst du das gerne mal machen. Ansonsten ist es gerade nicht so dringend, denn ich komme wirklich kaum hinterher hier mit irgendwas. Jetzt möchte ich aber mal kurz noch den Sack anziehen und dann hier reinkommen. Ich gehe mal kurz hier raus und dann komme ich gleich wieder rein. So, so sieht das dann ungefähr aus, wenn man den Poncho anhat. Da ist ja auch, hat man schön eine Bauchtasche vorne drin. Da greifst du hier so rein und kannst hier komplett einmal deinen ganzen Arm durchmachen. Von der einen Seite, von der anderen Seite. Der ist cool, also. Ich will nichts sagen, aber so einen hätte ich jetzt auch gern. Und dann setzt du dich hier wieder hin. Dann setzt du dich hier wieder hin und siehst aus wie der Graf von Monte Cristo. Du kannst ihn natürlich noch ein bisschen so hinten drüber machen, aber der ist übelst flauschig. Guckt euch das One Piece Zeichen hier an, die One Piece Schrift. Der ist, weiß ich nicht, den bei der goldenen Meile in Mining anziehen, damit man nicht friert. Das geht bestimmt. Kapuze, fett und groß, siehst du aus wie der Rapper Curse. Oder machst du hin, dass du was siehst, hinten drauf, oder machst du halt ganz ab. Kannst dann auch noch eine Mütze dazu aufsetzen, das passt. Super genial, ich glaube, der Hannes wird sich mega freuen. Oder Hannes passt nicht rein und ich kann das behalten und gebe ihr dann das Geld und so und alles. Oder ich order mir einen zweiten bei ihr, weil ich habe noch nie so ein Teil gehabt. Ich habe noch nie so ein Teil gehabt, aber ich finde es gerade wirklich sehr flauschig, angenehm und chillig, weil Pullover, die rutschen immer so hoch, da guckt die ganze Arschritze raus. Aber das Ding geht ja bis fast zu die Knie. Da brauchst du auch keine Hose mehr anziehen. Lass die kurze Hose weg, einen Schlüpper raus und dann passt das auch mit den Beinen. Das ist cool, oder? Was sagt ihr denn dazu? Ist das nicht cool? Guck mal, hier ist mein Knie. Das geht so übers Knie eigentlich drüber. Ich brauche nichts anderes mehr. Dankeschön, Sarina. Hannes, das ist aber deiner. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.